Wir sollen uns für die Sünde trennen. Ja, jetzt kommt das wieder mit dieser Sünde, oder? Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das Wort hörst. Denkst du so ein bisschen, ist irgendwie so ein bisschen, komm, gehen wir weiter, nächster Punkt. Ich würde euch erklären, ich würde euch ein Bild mitgeben, was Sünde das tiefste bedeutet. Oder wenn du laufst, wenn du so einen Wettkampf gehst, dann hast du Schuhe dabei. Und Sünde heisst eigentlich nichts anderes wie, ich trete so an. Das ungefähr ist das Bild, oder? Das ist nicht gedacht so. Sünde bedeutet, ich, das ist peinlich, oder? Ich lebe so, wie es nicht gedacht ist. Ich steige ins Rennen ein, auf eine Art und Weise, wie es eigentlich Gott nicht gedacht hat. Was hat Gott gedacht für dich und mich? Gott hat ganz grundlegend gedacht, dass wir in Beziehung zu ihm leben. Dass wir die Liebe, die er uns gibt, erwidern. Und das Zweite ist, dass wir die Menschen um uns herum, die wir zusammen unterwegs sind, lieben. Und dort, wo ich dort drin versäge, das nicht zu machen, dort bin ich so unterwegs. Wenn ich Gott nicht liebe, ihn nicht ehre und wenn ich andere Menschen nicht liebe und nicht achte, dann bin ich irgendwie so in dem Rennen, oder? Ja, ist auch eine Variante, aber und dann, das Blöde ist, oder, dann triffst du einen, der auch so unterwegs ist. Fällt einem auch gar nichts mehr auf, weil ich meine, es sind ja alle irgendwie ein bisschen so, oder? Und darum sagen wir, komm, reden wir nicht drüber, oder? Lassen wir es doch, oder? Ist doch in Ordnung. Machen wir das einfach so und dann, oder, bist du auch wieder mal im Marathon, ja? Okay, let's go. Und dann nachher, ich weiß auch nicht, wie weit das kommst. Also, musst du dich recht trainieren. Wir sollen die Sünde ablegen. Das heisst, Jesus die Schuhe anheben und sagen, tu mir den Knopf lösen. Und dann kommt er und löst den Knopf. Und dann geht es wieder.